Gradido praktisch. Heute möchte ich euch die Entwicklungsstufen erklären. Und zwar ist es wichtig, die Entwicklungsstufen zu beachten, wenn man, was ich denke, bei euch der Fall ist, Menschen für Gradido begeistern möchte. Entwicklungsstufen werde ich heute anhand des theoretischen Gradido-Verständnisses erklären. Ich habe dann noch ein Video vor, wo es um die Umsetzung geht. Bei der ersten Entwicklungsstufe geht es um das Drama. Da herrscht die Emotion der Angst vor. Ich übersetze das in ein Nicht-Hinschauen. Das alte Geldsystem wird als Gott gegeben, hingenommen. Die Menschen sind trotzdem sehr unzufrieden bis hin zum Burnout, dass es ihnen gar nicht gut geht. In der zweiten Stufe geht es um die Bedürfnisse. Da sind die Emotionen Trauer, Ärger, Verachtung und Schuld aktiv. Hier wurde das Geldsystem bereits durchschaut. Es kommen all die Emotionen hoch. Diese werden auch innerhalb von Gruppen dann gegenüber anderen ausgelebt. Auf der dritten Stufe geht es dann um Heilung. Da herrscht dann die Emotion der Scham und die Überwindung der Scham vor. Dort werden die neuen Geldsysteme entdeckt. Es findet eine aktive Informationseinholung statt mit Büchern, Internet und so weiter bei anderen Menschen in Gruppen. Geldsysteme werden verglichen und man findet das eine richtige System. Auf der vierten Stufe geht es dann um Wachstum. Dort ist die Emotion die Freude. Die neuen Geldsysteme werden theoretisch aktiv auch mitentwickelt, also auf der theoretischen Ebene. Es wird nicht mehr gekämpft oder missioniert. Und alle Systeme sind Teil der Lösung. Das heißt, es gibt nicht mehr nur ein richtiges System. Auf der fünften Stufe geht es ums Bewusstsein. Da gibt es keine Emotionen mehr. Es herrscht eine Neutralität gegenüber allem. Und auf dieser Stufe, vermute ich, braucht die Menschheit kein Geldsystem mehr. Jetzt möchte ich euch noch kurz die Emotionsskala, was als ja, System dahinter steht, erklären. Die Emotionsskala habe ich von Katharina Klees, die das Aufwind-Institut leitet, und bin sehr dankbar, dass ich die hier nutzen darf. Die Emotionsskala ist eine Skala, die von 1 bis 10 geht. Die untersten 5 Stufen sind sozusagen ein No-Go. Also ihr müsst verstehen, unser Gehirn hier hat eine blaue und eine rote Gehirnhälfte. Die rote Gehirnhälfte ist die Emotionsgehirnhälfte oder die Intuitionsgehirnhälfte und die blaue ist die rationale Gehirnhälfte, die mit dem rationalen Verstand entscheidet. Jetzt ist es so, dass die rote Gehirnhälfte viel, viel schneller eine Entscheidung fällt, wenn irgendeine Situation auf uns zukommt, als die blaue. Und diese Entscheidung der roten Gehirnhälfte ist immer nur ein No-Go, also das geht für mich nicht, oder ein Go, das geht für mich, oder eventuell auch so ein Vielleicht. Man kann jetzt die rote Gehirnhälfte bitten, die Information nicht nur in Ja oder Nein auszugeben, sondern in dieser Skala. Das heißt, von 1 bis 5 abgestuft ein Nein. 1 ist ganz schlimm, 5 ist auch noch schlimm, aber es geht. 6, 7 ist vielleicht und 8, 9 oder 10 ist ein Go. 8 ist halt eine Freude und bis 10 ist dann himmlisch. Und genauso ist es nun mit diesen Stufen. Das heißt, die unterste Stufe 1, 2 ist Drama. Da ist man absolut im Reptiliengehirn unterwegs. Da kann man auch gar nichts wirklich entscheiden. Man ist getriggert. Also dieser rote Punkt hier ist der Trigger, der dann aktiviert wird.
Die Stufen 3, 4, 5, die sind so diese Bedürfnisebene, die Ebene der unerfüllten Kindheitswünsche und so. Dann die Ebene 6 und 7, da geht's dann schon um das Thema Funktion. Und auf der Ebene der Funktion kann dann die Heilung beginnen. Auf der Ebene 8 fängt das Wachstum an, was sich dann immer mehr wandelt in Bewusstsein Richtung 10. Und die zwei Gehirnhälften arbeiten immer zusammen. Das heißt, oft ist es so, dass die blaue Gehirnhälfte eine Weil-Geschichte erzählt. Also weil das Geldsystem so und so und so ist, geht's mir schlecht zum Beispiel. Und diese Weil-Geschichte, die muss ich immer an irgendeine Gefühlsmix im roten Gehirn koppeln. Ich habe jetzt dieses, also allein die Emotionsskala müsste man nochmal ein Video drehen und ich kann euch auch ein Video von Katharina verlinken. Ich habe jetzt die Emotionsskala auf die Entwicklungsstufen im Bereich Geldsystem übertragen. Die hatte ich euch ja kurz schon vorgestellt. Hier nochmal die Übersicht. Das heißt, hier seht ihr nochmal vom Drama bis zum Bewusstsein die einzelnen Stufen und auch die Gefühle, die damit verbunden sind. Und dann hier die Zusammenfassung, was das jetzt heißt auf das in Bezug aufs Geldsystem. Und hier ist es auch so, wenn jemand auf dieser Stufe steht, er möchte nicht hinschauen, er hat das alte Geldsystem als gottgegeben angenommen, kann man ihn nicht auf die dritte, vierte oder fünfte Stufe heben. Das geht nicht. Dieser Mensch muss erst diese Stufe durchschreiten und kann dann die nächste und dann die übernächste durchschreiten. Und es ist auch so, dass man immer mal wieder zurückfällt auf die andere Stufe. Je nachdem, welche Gefühle aktiviert werden. Und es geht auch nur dann wirklich weiterzugehen, wenn man diese Gefühlsebenen alle durchschritten hat. Erst wenn man es schafft, alle herunterziehenden Gefühle nicht mehr einzubringen, schafft man es dann auch wirklich tatsächlich in Gruppen gemeinsam Projekte in die Welt zu bringen. So, das war jetzt viel. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was damit anfangen und es weckt eure Neugier. Vielen Dank fürs Zuschauen.